Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einem Video. Ich bin es wieder, euer Domi, und heute gibt es wieder Top 5 Clips of the Week. Und ich muss sagen, diese Woche ist wieder sehr stark geworden und sehr interessant. Und bevor das aber alles beginnt, schauen wir uns den 500. Clip, den ihr mir eingesendet habt, an. Und ich wünsche euch viel Spaß bei den ganzen Clips und dann sehen wir uns am Ende nochmal. Bis gleich und viel Spaß. Wee. Ja, niemand ist in der Base, echt niemand. Renn. Lauf hinter nur, der ist doch klar, ich still. Du musst jetzt nur treffen. Ja. Na, ja. Vorsicht, auf dem Weg sind. Platz Nummer 5 geht an Dragon und es ist ein ziemlich cooler Clip. Er macht zuerst MLG, versucht dann das Better zu bauen, dann wird aber behindert von vorne, killt den einen, indem er runterfällt, killt den anderen, indem er ihn PvP't und den anderen schlägt er ebenfalls runter und dann schafft er es, sich einfach zu splitten auf dem Bett, baut dann alles noch ab und holt das Bett, macht noch einen Kill, kurz vom DM, richtig geiler Clip. Platz Nummer 4 geht an Sweetest Pun und dieser Clip ist auf jeden Fall richtig cool und etwas anderes als sonst. Zuerst rennt er in die Base und möchte jemanden schlagen, aber dann realisiert er, dass die Leute ihn nicht checken. Er zieht seine komplette Rüstung aus und baut eine Chest ab und nachdem er die Chest abgebaut hat, realisieren sie, dass er ein Gegner ist. Er lootet die Chest, 38 Gold. Cooler Clip, verdient er Platz Nummer 4. Platz Nummer 3 geht an Karate Clash oder wie ich auch immer ich ihn nennen soll. Das ist der Typ von KVC, den kennen die meisten. Er macht hier MLG und hittet den einen erstmal runter gegen Voltais. Was jetzt aber gleich passiert, ist etwas crazy. Und ich würde mal sagen, GG Gomme an dieser Stelle. Es ist auf jeden Fall so, dass er jetzt von den Gegnern getötet wird. Danach erst wollte er mal den Baseball und sowas, auch immer ziemlich cool. Und dann wird er getötet und schaut mal an. Wo respawnt er denn? Bei Voltais in der Base. Jetzt holt er sich eine Eisenpicke und holt dann das Bett. Und ich finde das einfach richtig mies von Gomme, dass sowas überhaupt möglich ist. Aber trotzdem verdient er Platz Nummer 3. Und es hat er im Clip ziemlich gut gemacht mit viel Glück. Und ich würde sagen, wir springen rüber zu Platz Nummer 2. Platz Nummer 2 geht an Apfelquark und dieser Clip ist wieder ziemlich stark. Man sieht hier ganz am Anfang, wie sein Bett abgebaut wird von dem Gegner-Clan und es ist so, dass alle aus seinem Team gekillt werden. Er legt hier auf jeden Fall ein ziemlich cooles Takedown und ich würde mal sagen, viel Spaß bei dem Clip. Der geht etwas länger, deswegen kann ich nicht mehr so reden, weil 2 Minuten am Stück reden ist ein bisschen anstrengend. Dankeschön. Platz Nummer 1 geht an Born Ready. Man sieht am Anfang des Clips Takedown aus einem BO9-CB gegen die Member vom alten The Wipe. Und ich würde sagen, dieser Clip ist mit Abstand der beste dieser Woche. Man sieht schon, das Bett ist jetzt weg. Er trinkt die Stärke und killt dann schon mal den ersten. Danach trinkt er den Gapple und trinkt den Speedtrank. Und ich würde sagen, diese Idee alleine, kurz vor DM sowas zu machen, beziehungsweise
ja, wirklich vor der M sowas zu machen, die mit Betten weg sind, ist meiner Meinung nach richtig genial. Ich meine, er legt sich hier mit ganz vielen Full-Equipment an, die auch ebenfalls Stärke trinken, aber trotzdem macht er seine Sache hier richtig stark. Zuerst holt er hier den einen, der auch Stärke, glaube ich, hatte. Den anderen holt er danach auch mit dem richtig coolen um die Ecke-Hit und den letzten. Kein Problem mehr, da er Speed hat, rennt er dem auf jeden Fall ziemlich schnell hinterher. Und ich finde, er legt hier ein richtig krasses Takedown hin, hat alle geholt, hat am Ende noch 7 Herzen, mega stark und verdienter Platz Nummer 1. Das war's dann mit einer weiteren Woche Top 5 Clips of the Week. Diese Woche war ziemlich cool, finde ich, ziemlich starke Clips, ziemlich abwechslungsreich und ja, leider gibt es heute keinen Bonus-Clip. Ich habe es leider nicht geschafft, irgendeinen Besonderen rauszusuchen. Dafür haben wir den Clip für den 500. Clip. Mann, das ist so komisch gesagt von mir. Ich würde auf jeden Fall sagen, morgen gibt es noch einen CW, am Sonntag gibt es dann die Fails und am Montag gibt es auch einen CW. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß mit meinen Videos. Bis nächsten Freitag, haut rein, Leute, ciao. Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einem Video, ich bin es wieder, euer Domi und heute gibt es wieder Top 5 Clips of the Week und ich muss sagen, diese Woche ist wieder sehr stark geworden und sehr interessant und bevor das aber alles beginnt, schauen wir uns den 500. Clip, den ihr mir eingesendet habt, an und ich wünsche euch viel Spaß bei den ganzen Clips und dann sehen wir uns am Ende nochmal, bis gleich und viel Spaß, wuihi! Ja, niemand ist in der Base, echt niemand. Renn. Lauf hinter. Nur, der ist doch klar, ich still. Du musst jetzt nur treffen. Na, ja. Vorsicht, auf dem Weg sind. Platz Nummer 5 geht an Dragon und es ist ein ziemlich cooler Clip. Er macht zuerst MLG, versucht dann das Better zu bauen, dann wird aber behindert von vorne, killt den einen, indem er runterfällt, killt den anderen, indem er ihn PvP't und den anderen schlägt er ebenfalls runter und dann schafft er es, sich einfach zu splitten auf dem Bett, baut einen Eisenblock ab und holt das Bett, macht noch einen Kill, kurz vorm DM, richtig geiler Clip. Platz Nummer 4 geht an Sweetest Pun und dieser Clip ist auf jeden Fall richtig cool und etwas anderes als sonst. Zuerst rennt er in die Base und möchte jemanden schlagen, aber dann realisiert er, dass die Leute ihn nicht checken. Er zieht seine komplette Rüstung aus und baut eine Chest ab und nachdem er die Chest abgebaut hat, realisieren sie, dass er ein Gegner ist. Er lootet die Chest, 38 Gold, cooler Clip, verdient er Platz Nummer 4. Platz Nummer 3 geht an, weil ein Bett abgebaut wird von dem Gegner-Clan und es ist so, dass alle aus seinem Team gekillt werden. Er legt hier auf jeden Fall ein ziemlich cooles Takedown und ich würde mal sagen, viel Spaß bei dem Clip. Der geht etwas länger, deswegen kann ich nicht mehr so reden, weil 2 Minuten am Stück reden ist ein bisschen anstrengend. Dankeschön. Arate Clash oder wie ich auch immer ich ihn nennen soll, das ist der Typ von KVC, den kennen die meisten. Er macht hier MLG und hittet den einen erstmal runter gegen Voltais. Was jetzt aber gleich passiert, ist etwas crazy und ich würde mal sagen, GG Gomme an dieser Stelle. Es ist auf jeden Fall so, dass er jetzt von den Gegnern getötet wird. Danach erst holt er mal den Baseball und sowas, auch wenn wir ziemlich cool, dann wird er getötet und schaut mal an.
Wo respawnt er denn? Bei Voltais in der Base. Jetzt holt er sich eine Eisenpicke und holt dann das Bett. Und ich finde das einfach richtig mies von Gomme, dass sowas überhaupt möglich ist. Aber trotzdem verdient er Platz Nummer 3. Und es hat er im Clip ziemlich gut gemacht. Mit viel Glück. Und ich würde sagen, wir springen rüber zu Platz Nummer 2. Platz Nummer 2 geht an Apfelquark und dieser Clip ist wieder ziemlich stark. Man sieht hier ganz am Anfang, wie es...